Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in Trains in World 2. Wir befinden uns hier immer noch auf der Tees Valley Line. Und wir kümmern uns heute um das erste von 11 ganzen Szenarien, um die Tube-Liner-Umleitung. 60 Minuten soll das Ganze dauern, 3 von 5 Schwierigkeit, 4050 Punkte für die Goldmedaille. Die letzte Lieferung. Stahl ist bereit zur Abfahrt aus Lackenby. Bedienen Sie den Zug auf der ersten Etappe der Reise bis nach Darlington. Wir starten, okay, es ist, wie ich fälschlicherweise beim letzten Mal gesagt habe, die komplette Strecke, aber es ist nicht ganz. Wir starten schließlich beim Lackenby, bei der Lackenby-Schalfabrik und fahren dann bis nach Darlington. Sprich, wir bedienen die Class 37-5. Auf der ersten Etappe der Reise bis nach Darlington. Willkommen in Lackenby Steelworks. Auf den Nebengleisen wartet der Tubelinerzug darauf, Stahlspulen nach Corby zu befördern. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Nicht so ganz. Deswegen gehen wir noch mal kurz fix rüber. Denn wir können hier die DSD-Trennschalter aktivieren. Die Frage, müssen wir dann auch hier die AWS umisolieren und das Ganze okay, müssen wir. Jetzt funktioniert auch AWS wunderbar. Da weiß ich jetzt zumindest, was ich gerade eben, als ich das Ganze testen wollte und es nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte, falsch gemacht habe. Dann wollen wir mal den Generalschlüssel, wenn wir ihn erwischen, anschalten. Die Lokbremse auf 100%. Richtungswender auf vorwärts. Bremsen auf Running, das Ganze auf 0%. Gehen Sie außerhalb der Steelworks langsam an. Sie müssen einen schweren Zug bedienen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbeschränkung. Und fahren Sie los. Das würden wir machen, wenn der Motor an wäre. Deswegen müssen wir das Ganze auf nur Motor schalten. Das soll jetzt eigentlich gleich weggehen. Oder das ist gar nicht an, ich bin jetzt verwirrt. Vielleicht ist es auch gar nicht an. Gehen wir wieder vorwärts. Ah, passt. Wunderbar. Vielleicht sollten wir nochmal die Leistung ein bisschen runtergehen, damit wir auch genügend Grip haben. Dann schleudigen wir mal raus und fahren Richtung Darlington. 4050 Punkte, muss ich mir merken. 4050. In 1,8 Meilen fahren wir dann über den Ort von South Bank. Kriegen wir das? Wir kriegen es aber nicht mit demselben Tempo hin, das ist halt. Dürfte das in etwa passen von der Geschwindigkeit der beiden.
der beiden Scheibenwischer. Wir sind jetzt hier wieder in einer, wobei das habe ich eben gesagt, dass wir in einer Class 37.5 sitzen. Können wir uns nochmal ein bisschen so die Fracht anschauen, die Stahlspulen. Da wollte ich gar nicht drauf drücken, da wollte ich auch nicht drauf drücken. Hier wollte ich eigentlich drauf drücken. Können wir uns das Ganze mal in voller Länge so ein bisschen anschauen. Das hat schon was. Also mit dem dichten Nebel, dem Regen, dem rauchenden Schornstein. In der Fracht, wo wir auch nicht drin sein, wir setzen uns mal wieder rein. Aber gut, dann weiß ich jetzt zumindest wirklich 100%ig, wie man. Das Witzige ist. Wir haben nur hier hinten, da ist die Holdover und haben wir dann hier das DSD-Pedal. Das geht jetzt gleich langsam bergauf, wobei nee, noch nicht ganz, aber wir können trotzdem noch ein bisschen beschleunigen, damit wir zumindest wieder ein bisschen mehr Momentum haben und die 10 Miles per Hour erreichen. Aber wir wechseln jetzt noch mal ein paar Mal die Weiche. Wir fahren jetzt auch neben dem Highway oder neben dem Motorway, besser gesagt. Vorne haben wir so einen Kreisverkehr. Das Fahrfahr in der KI ist zumindest in diesem Abschnitt etwas merkwürdig, aber solange die Züge sich vernünftig bewegen, ist alles halb so wild. Jetzt haben wir sogar noch ein gelbes Signal in 0,9 Meilen und dürfen in 300 Yards auch wieder ein bisschen schneller voranfahren, dürfen wir 20 Miles per Hour fahren, dürfen auch relativ, wobei nee, was heißt relativ zügig, ich glaube gar nicht gut, dass wir mal auf die 20 Miles per Hour bekommen. Wir müssen natürlich nochmal die Spitzensignale aktivieren. Und ich habe das Gefühl, ja, einen Moment. Da war doch noch was, oder? Streckensignalbeleuchtung aktivieren. Dann weiß man jetzt auch exakt, wohin wollten. Und es ist doch schön, wie man hier sieht, wie wir hier mit unserem Kollegen drin sitzen. Die beiden Zwillinge. Was das Ganze so merkwürdig ist, spawnen wir uns dann mal einen anderen Kollegen hin. Okay, oder auch nicht. War jetzt nicht ganz so klug, mitten während der Fahrt auszusteigen, weil wir dadurch natürlich auch wieder die Leistung, auch gezogen bekommen und halt nicht mehr den Momentum haben, den wir vorher hatten. Vor allem, wenn es bergauf geht. Bergab wäre es ja mehr oder weniger egal. Den Momentum hätten wir dann ja immer noch. Bald dieses Überbrückungsbauwerk über den Motorway hinter uns. Alles schon nice mit den älteren Modellen der Fahrzeuge. Da ist ja aus einer vergangenen Ära oder da dieses Route DLC ja in einer vergangenen Ära
der britischen Diesel-Loks spielt. Man kann auch die Sitzhöhe hier anpassen, das finde ich auch interessant. Also es ist schon ganz viele interessante Möglichkeiten, die man hier machen kann. Und wir dürfen ja sogar 20 Miles pro Hour fahren. Fahren jetzt Richtung Darlington. Aber wait a second, da war ja was. Wir sind ja im Szenario, da kann man ja nichts scrollen. Belastenderweise. Dann rollen wir mal runter Richtung South Bank. Vorne einen kleinen Bahnhof. Das ist ein kleiner Bahnsteig. Ja, mal schauen, wir müssen vielleicht noch runterbremsen. Gucken wir vielleicht auf alle Fälle mal einen weichen Wechsel. Prozent können wir zu Beginn bremsen, zumindest was die Zugbremse betrifft. Dabei aber noch bergab fallen, fallen vor allem, dabei noch bergab fahren, wäre es natürlich passend, wenn wir das erstmal, ich habe vergessen natürlich jetzt das hier jetzt aktivieren, das wollte ich mir anzeigen zu lassen, aber jetzt, wo ich auch jetzt in Train Sim World 2, ich bin jetzt erstmal, was ich bin. Wobei, doch schon, ich würde fast sagen, wenn das wirklich so simpel funktioniert, wie es, wie ich hoffe, dass es funktioniert. Also ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert mit zwei, auch mit den beiden Audiospuren, müsste eigentlich funktionieren. In der kurzen Testaufnahme von wenigen Sekunden gab es von irgendwelcher Info zwei Audiospuren, von daher wird es ja wohl zwei Audiospuren geben. Einmal, also wird es ja wohl separat die Voice und die Game, den Game Sound geben. Das ist nochmal 4050 Punkte, ne? Ja, ja, ja. Das ist unser Ziel. Das ist auf alle Fälle etwas gemütlicher, vor allem der Güterverkehr, aber das ist ja normal beim Güterverkehr, das wird dort relativ. Ja. Andere Geschwindigkeiten haben. Langsamere Geschwindigkeiten haben im Gegensatz zum Personenverkehr. Wobei die Class 101 hier jetzt auch gerade eher gemächlich an uns vorbeifährt. Ich würde auch sagen, so mit 20 Miles pro Hour vielleicht oder mit 25. Versuchen wir so leicht zu beschleunigen auf 25 Miles per Hour. Das sind dann jetzt auch bei South Bank. Weiter durch den Nebel. Warum? Müssen wir das dann auch mal hier nochmal unten isolieren. Scheinbar weiß ich es auch nicht.
ist belastend. Das ist echt belastend. Dann. Sind die aktiv immer noch nach hinten? Alles klar, wunderbar. Gut, dass hier mal wieder alles funktioniert, wie es soll. Wenn noch langsamer ein bisschen, weil wir gerade das hier mal wieder nicht lösen können, oder? Hier nicht will. Ich hätte gedacht, ich hätte es doch gerafft, aber scheinbar nicht. Dann müssen wir es dann vielleicht hier deaktivieren und beim anderen aktivieren. Probieren wir es mal on the fly. Erst sogar eben an das funktioniert jetzt alles klar hoch so stark wollen wir auch nicht beschleunigen, also es könnte sein, dass jetzt funktioniert, sagen wir es mal so sicherheitshalber. Warten wir erstmal, bis wieder die Breakwatch sich löst, sondern 1,8 Meilen Middlesbrough vorbeifahren. Kämpfen wir uns mehr, wobei es kein Berg, also es geht gleich bergab sogar. Aber es kommt einem so vor. Dürften sogar jetzt 60 Miles per Hour fahren. Aber ich glaube, das Tempo kommen wir gar nicht rauf, wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin mal gespannt, scheinbar. Ja, gut. Es sah ja gerade eben auch so aus, als ob der AWS aktiviert wäre, aber. Ja, gut. Ich glaube zumindest, dass die Driver Safety Device nicht aktiviert ist. Allerdings kann ich mich auch täuschen. Da wir mit noch mal stärker sind, versuchen wir mal wieder ein bisschen schneller zu beschleunigen. Natürlich sowas, wir noch die Ampere im grünen Bereich behalten. Und auch keine Wheel Slip haben. ...3000 Punkte brauchen wir noch für die Goldmedaille. Na, das bringt auf 75%, ist glaube ich noch ein bisschen zu viel, oder? Ah, hält sich ja noch in Grenzen. Bald dürfen wir nur noch 50 Meister, aber ich glaube, wir kommen auch gleich nochmal einen Abschnitt, wo wir noch 30 dürfen, oder 20 sogar nur. Ich weiß aber noch weniger. Punkte. 1080 Punkte. Also ein Viertel von der Punktzahl, die wir erreichen sollen, haben wir ja schon mittlerweile erreicht. Das habe ich gerade nicht wirklich darauf geachtet. War das jetzt.
Also waren nur 15 Miles per Hour. Ich glaube, das Gebimmel war die Warnung dafür. Dass gleich die Geschwindigkeit begrenzt wird. Haben wir jetzt 15 Miles per Hour erreicht. Während wir hier so lang gondeln, kann ich dann mal kurz hier rausgehen. Und denn. Oh nein, bitte, ja, danke. Denn es gibt, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzudröseln, was wir halt vorher nicht hatten, es gibt neben den Route Maps gibt es noch Newspaper Bundles, Electrical Cabinets und Broken Lights, die wir halt reparieren sollen auf der Tees Valley Line. Was wir leider nicht gesagt bekommen haben, da wir. Ja, eigentlich gar keine Streckeneinführung bekommen haben, sondern eigentlich nur die Einführungen in die Loks, die die Strecke mitgeliefert bekommen hat und dementsprechend auch noch die DLC-Loks. Dann dürften wir auch gleich wieder für einen gewissen Abstand 60 Miles per Hour fahren. Ich meine, der Wert auch nicht lang. Wie wir sehen, dürfen wir dann nämlich in 2 Meilen auch wieder nur 15 Miles per Hour fahren, sprich ein Auf und Ab. Aber unsere Stahlrohlinge? War das Stahlrohlinge? Das muss ich mal nachgucken. Ich habe schon wieder vergessen. Stahlspulen, nah dran. Unsere Stahlspulen. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte. Irgendwas mit unserer Fracht. Aber genau, ja. Nee, doch nicht. Wobei ich aber... Na, vielleicht müssen unsere Schallspulen noch in die 60er-Zone kommen. In einer Meile, aber weniger als einer Meile sind wir dann auch in Middlesbrough. Eine Meile nach Middlesbrough dürfen wir noch 15 Miles per Hour fahren. Fahren wir schön am Hafen entlang. Und 230 Punkte, vielleicht bekommen wir nochmal 200, ne Moment, 500 Punkte dazu, dann sind wir bei 1750. Bisschenweise ein bisschen drüber als 1750, dann haben wir schon bald die Hälfte geschafft für die Goldmedaille. Weiterhin grünes Licht, grünes Signal. Wir sind auch schön am schönen Zone von Middlesbrough vorbei. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal mit der Class 101 halten. Eigentlich fahren wir nicht durch, wir fahren dann vorbei. Na, ganz einlupen können wir nicht, aber jetzt. So, und 2,5 Meilen. Sollen wir dann über den Tees-Rangierbahnhof rüberfahren? Wir fahren ja, also ja, wir werden dann vorbeifahren, um dann weiter nach Darlington zu fahren. Ich glaube, wir halten noch in Darlington, oder? Wie war das? War das nicht so? Kann man das? Wir gucken mal kurz beim Ablauf. Ja, wir halten beim Darlington-Rangierbahnhof mit der Verbindung. In 2,4 Meilen sind wir dann. Oh Moment, wir haben, glaube ich, jetzt gleich einen Abschnitt, wo wir. Nur 15 Miles per Hour fahren dürfen. Na, rollen lassen wir uns mal zumindest bis dahin schon mal bis zu 15 Miles per Hour.
Oder kurz davor ausrollen. Da haben wir sogar die 15 Miles per Hour, wunderbar. Okay, es geht bergab. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen runterbremsen. Aber es ist schon sehr schick. Mal nach der Kurve müsste dann die 15 Miles per Hour Zone kommen. Vielleicht wird die Kurve auch noch ein bisschen enger, wer weiß das schon. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir erstmal einen Gleiswechsel haben. Da würde zumindest für die 15 Miles per Hour sprechen. Ja, eigentlich mittlerweile gleich da sein sollte, oder? Ein Kollege auch wieder mit Schüttgutwagen an, eventuell sogar mit beladen mit Kohle. Da dürfen wir jetzt doch wohl schneller fahren, wobei nee, der Geistwechsel wird jetzt nicht kommen. Safe Call. Oder auch nicht, die Weiche zeigt noch gerade aus. Also beschleunigen wir nochmal ein bisschen. Bremsen können wir immer noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da haben wir jetzt gleich den Gleiswechsel da noch nicht. Ah, dann beschleunigen wir auf 20 Miles per Hour. Wie gesagt, bremsen können wir immer noch. Hier kommt der Gleiswechsel. Ist zu stark in der Eisengang, jetzt müssen wir nochmal nachbeschleunigen. Weil scheinbar, so weit wie wir jetzt mittlerweile gefahren sind, war das vielleicht auch gar nicht mal relevant mit den 15 Miles per Hour. Vielleicht war das eher ein langsamer Fahrding gewesen, denn trotz der Weiche mussten wir jetzt nicht runter beschleunigen. Runter beschleunigen, ja. Runterbremsen. Hier haben wir grüne Signale, eins davon gehört uns. Beziehungsweise gilt uns, okay, wäre es ein gelbes Signal? Das wäre nicht. Dürfen wir auch bald nach dem Rangierbahnhof dürfen wir dann auch wieder beschleunigen. Auf 35 Miles per Hour.
kommt uns wieder ein BR Class 101 entgegen. Mit zwei Triebwagen. Schauen, ob wir vielleicht nochmal eine kleine Vorbeifahrt machen, wenn wir mit dem Schneller fahren. Also 15:20 Uhr Miles per Hour. Oh Gott. Weiche weiterhin geradeaus. Auch bisher noch gar nicht weiter über so einen Sensor für die AWS gefahren. Und naja, noch immer noch schwer zu sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ich hoffe es einfach mal. Gehen wir davon einfach mal aus, dass es funktioniert. So, den Rangierbahnhof kennen wir ja mehr oder weniger. Wir sind ja gerade eben, im Tutorial sind wir hier rüber gefahren. Müsste es ungefähr gewesen sein. Jetzt sind wir in der Nähe von einer, nennen wir es mal Country Road. Dann haben wir gleich 2500 Punkte, dann fehlen uns nur noch 1500. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie schnell können wir eigentlich mit der BR. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht hier drin, sondern auf der anderen Seite, wo man das sehen kann, wie schnell wir fahren können. Ich meine, wir kamen gerade eben, also als ich mal kurz getestet habe mit AWS. Ob die Sicherheitssysteme funktionieren, was sie nicht haben. Wo ich mir jetzt auch immer noch nicht sicher bin, ob sie funktionieren. Da meine ich, dass wir nicht wirklich weit über 30 Miles per Hour gekommen sind. Da haben wir jetzt 2500 Punkte. Wir sollen jetzt bei Eagles Cliff in 3,2 Meilen halten. Alles klar. Richtig. War ja ein unbeschränkt. Oh Gott, und ich hatte Weinbegang. Ich muss mich nochmal so ein bisschen rein versuchen zu lesen, inwiefern jetzt ja gut, sowohl in Amerika, wobei das kann natürlich auch wieder von Staat zu Staat, beziehungsweise von Operator zu Operator unterschiedlich sein, wann wo wie gehupt werden muss. Beziehungsweise ja, das Signalhorn betätigt werden muss. Ebenso halt hier in, ja, sowohl in Großbritannien, ja gut, eigentlich ja doch, kann man sagen, in Großbritannien, da wird es ja vermutlich ähnlich sein, wobei kann natürlich auch sein, dass es dort auch Unterschiede gibt von Region zu Region. Wann dort gewisselt werden muss. Dass wir halt einfach so ein bisschen da noch mehr Realismus mit reinbringen in die Simulation.
Ja, auch ein bisschen enges Ding da. Jetzt wechseln wir wieder das Gleis. Und bald dürfen wir auch wieder ein bisschen zügiger fahren. Wechseln wir aber nochmal das Gleis, um mal aufs linke zu kommen, genau. So dass dann quasi jetzt auf unserer rechten Seite dann eine Class 101 eine Person an uns vorbeifahren kann. Obwohl das so gleich 45 Miles pro Hour fahren. Wunderbar, dann beschleunigen wir mal. Also wir geben mal ein bisschen Leistung. Oh, jetzt fahren wir wieder über den Sensor rüber. Schon nicht schlecht hier rüber zu fahren. Über den Fluss daneben noch die Kfz-Fahrzeuge. Kann man hier auch ein bisschen mehr Schub geben. Ein bisschen mehr Leistung geben. Weil wir müssen auch in 2,2 Meilen wieder anhalten. Das haben wir auch wieder nicht vergessen, dass wir den Eagles Cliff halten, bevor es dann weiter nach Darrington geht. Ja, nach Darrington. Ein bisschen sah jetzt ein bisschen verbuggt aus das Haus gerade, habe ich so das Gefühl, dass da nicht alles geladen ist an Strukturen. Wie gesagt, wird ordentlich weiter, weit über 30 Miles per Hour kommen wir nicht. Meine haben ein gelbes Signal, aber was wir wahrscheinlich mal wieder auf grün springen. Allerdings, vielleicht müssen wir ja auch einfach in Eagles Cliff halten, weil wir einen anderen Zug noch haben, auf den wir warten müssen. Wir werden das in Kürze erfahren. Das sah auch ein bisschen komisch aus. Okay, wir kamen doch noch relativ gut weit. Das bergauf geht, leicht bergauf geht, wir hier nochmal ein bisschen nachbeschleunigen. Bremsen sind ja relativ gut. Noch 0,8 Meilen bis zum nächsten Halt. Es geht aber noch bergauf, ne? Ich würde sagen,
So, wenn wir zu den Yards kommen. So, dass wir jetzt schon mal die Leistung rausnehmen. Uns ausrollen lassen und dann so. Erstmal so ein bisschen die Stahlspuren. Ja, tatsächlich, wir haben ein großes Signal. Vielleicht schon mal ein bisschen vor. Oh, ein schöner Kirchturm. Ein bisschen vor. Bremsen. Denn direkt am Haltepunkt haben wir auch das rote Signal. Cliff. Ich wollte hier was vergessen zu deaktivieren. Wir halten auch wirklich am Bahnhof von Eagles Cliff. Oh, for fuck's sake. Die richtige Bremskurve jetzt noch zu finden, vor allem mit den knapp 1,2 Tonnen Gewicht hinten dran. Was die Stahlspulen betrifft, ist natürlich jetzt immer noch wieder ein bisschen schwierig. Seinen richtigen Bremspulen Punkt zu finden. Ah, belastend. In Yarm Viaduct finden aktuell statistische Inspektionen statt, weshalb alle Züge Richtung Süden nach Darlington umgeleitet werden. Was haben wir denn überhaupt hier? Warum was? Scheint ja doch gezielt da zu sein, zu blinken. Scheinbar kein Bug gewesen zu sein. Okay. Ne, das soll so. Alles klar, gut zu wissen. Dann werden wir jetzt umgeleitet zur Darlington Güterverbindung. Dann lösen wir mal die Zugbremsen. Wir haben jetzt 7,9 Meilen noch vor uns. Dann werden wir hier noch so lange warten müssen, bis sich die Bremse löst. Dann können wir noch mal kurz aussteigen und gucken, ob wir irgendwie was am Bahnhof mitnehmen können von Eagles Cliff. Sind wir, ob wir hier was finden, was wir mitnehmen können. Haben wir die Streckenkarte von der Tees Rally Line. Werden wir hier von Passanten rumgekickt werden, als wären wir ein Flummi. Das ist die erste von 20 Streckenkarten. Dann wollen wir mal wieder
Leistung geben. Und dann die restlichen 8 Meilen zur dortigen Güterverbindung zurückzulegen. Das sieht nur eng aus, es passt. Aber zumindest schon mal so ein bisschen so die Bremskurve für die heutige Tour, zumindest heute die vorherige Fahrt mit der BR Class. Oh. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie das war. 38, 35? 37.5 war es. Also einfach zu viele hier auf der Teeth Valley Line. Vor allem noch mit den ganzen mit den ganzen DLCs. Dürfen wir 30 Miles per Hour fahren. Dann gehen wir mal voll Dampf. Dann gleich kommen wir wieder in die 45er Meilenzone. Wir können den Zug jetzt diesmal auch wirklich ausfahren. Die 37 Meilen haben wir sogar vorher noch erreicht gehabt. Dann denken wir es auch wieder ein bisschen mehr von der Teese Valley Line. Ich bin echt gespannt, wie das hier steht sogar nicht mal jemand, das war doch fast ein bisschen unnötig. Wie es mit der BR Class 101 wird zu fahren, da wir ja doch eine Menge zu tun haben. Ne? Ist ja nicht einfach nur fahren, ist ja fahren, schalten, langsamer fahren, zurückschalten, bremsen. Und wenn ich das in der, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe vom Tutorial, ist es ja sogar noch relevant, wie man schaltet fürs Bremsen, also. Das wird sehr interessant. Da werde ich auch wieder den einen oder anderen Anlauf brauchen. Bis ich mich denn daran gewöhnt habe. Dürfen wir prinzipiell auch 60 Miles auf der 60 Miles Power fahren auf der Strecke, aber dann müssen wir erstmal hinkommen. Ich bin auch gespannt, wie das Fahrverhalten jetzt auf. Oh, hier ist aber ordentlich Schräglage. Zumindest kommt es einem so vor, aufgrund des Bogens. Bei der Class 37. Wie das halt dann ganze. Oh, gleich 30 fahren in 2,4 Meilen. Ähm,
Ja, wie das halt bei trockener Farbe so ist, bei trockenen Verhältnissen. Ich glaube, es gab ja jetzt kein Szenario, was im Winter war. Mal schauen. Noch können wir durchheizen, die 15 Meißfahrer können wir noch easy runterbremsen. Also ohne Bremsen, das geht schneller als zu beschleunigen. Das ist auf alle das steht schon mal mehr als nur fest. Schön, wie sie weichen, auch wenn es nicht aufgrund des Warntons war. Es wird jetzt schon bald, das wird 3,6 Meilen vor der Darlington Güterverbindung. Das wird so früh schon runterbremsen auf 30 Miles pro Hour. Ist ja schon interessant. Kommt uns jetzt auch wieder eine Class 101 entgegen. Diesmal mit 3 Triebwagen. Wir haben etwas spät gesehen. Ein bisschen, jetzt kommt vielleicht noch mal ein Gleiswechsel. Okay, doch nicht. Wobei, da hinten kommt einer. Nee, ja. Ich habe gesagt, einfach nur eine Kurve. Deswegen wäre es wahrscheinlich noch mal 30 Meilen vor hier durchfahren sollen. Es geht bergauf. Ich hätte gestern gedacht, es geht bergab. Aber es geht jetzt auch wieder wahrscheinlich Darlington, die Ausläufe, vielleicht wahrscheinlich so vom Industriegebiet. Vielleicht noch ein paar, vielleicht auch noch ein paar, ja gut, noch, na, nee, von heute sehe ich jetzt eher dort drüben. Die typischen britischen hier steht niemand, na meint. Oh, wir dürfen wieder schneller fahren. Das war jetzt tatsächlich nur für die S-Kurve.
bin echt gespannt, wie das Ganze hier bei schönem Wetter aussieht. Hier haben wir noch ein paar Schafe auf der Weide. Bevor wir zu sehr hier untergehen, machen wir über das Fenster wieder zu. Und gut, als wir kurz vor dem Haltepunkt langsamer sein sollten, ist natürlich obvious. Können wir bald auch die Scheibenwischer wieder ausmachen, die ich jetzt gefühlt seit 3 Stunden nur noch sehe und höre. Die 4050 Punkte haben wir auf alle Fälle erreicht. Aber ich glaube, da haben wir sicher. Das war ja 4050, ne? Ich meine erstmal 4050 im Szenario. Das ist vielleicht nur noch wirklich ein Bremspunkt. Das Problem ist einfach, wir fahren und müssen zweimal halten. Wie soll man. Und einmal kurz ein bisschen runterbremsen, so ab und zu mal, ne? Also wie soll man da so, da dann nochmal herauszufinden, okay, wie setzt die Bremskurve vor allem noch mit 1,2 Tonnen Gewicht, 1200 Tonnen sind es, glaube ich, die wir hinten noch mitziehen, oder das Gesamtgewicht kann auch das Gesamtgewicht sein. Dann noch bei nassen Bedingungen. Ist schon so, bei, wenn wir jetzt die B101 fahren und dann halten wir auch ein paar Mal an vielen Bahnhöfen, halten wir ja, um Leute aus- und einsteigen zu lassen. Da dann die Bremskurve und das Ganze mit dem Schalten und was weiß ich hinzubekommen, das sollte ja so relativ so nach dem einen oder anderen Halt, da haben wir das dann halt drin. Aber mit der ganzen Gürtel-Szenario, man hat immer einen anderen Kühlertyp, man hat immer ein anderes Gewicht, immer einen anderen Zug. Ja, das ist dann schon nicht ganz einfach. Ein paar Wohnwagen, die abgestellt sind. Kurvenmäßig soll das jetzt passen, um auf die 35 Meilen zu kommen rechtzeitig. Oder auch nicht. Na doch. Und auf 30, die 30 haben wir sogar schon. Ah, das ist ein gelbes Signal. Noch. Aber das nächste Signal ist rot. Machen wir nochmal die 0,7 Meilen dorthin, dann haben wir es auch bald. Haben wir es gleich geschafft. Räume ist auf die Güterverbindung zu halten sollen. Die 20 Miles Powerbegrenzung haben wir jetzt nicht gesehen, aber halb so wild. Wir haben ja zum Beispiel mal die Kompetenz sicher.
Damit nicht über das rote Signal rauschen. Aber es sollte vor allem jetzt kein Problem mehr sein. Räumen mal langsam mal drauf zu, damit bin ich noch kurz vor knapp das Szenario verkacken. Perfekt. 500 Punkte was halten bekommen. Gute Arbeit, Sie werden hier auf einen Fahrweg warten müssen, um weiterzufahren. Ich dachte, das wäre schon das Ende. Ja, es ist Ende. Achievement unlocked. T-Valley Line Metal Sector. Wir haben eine Stunde dafür benötigt, wir sind jetzt kurz vor Level 29. In der T-Valley Line sind wir kurz vor Level 6 und in der Class 37.5 sind wir auf Level 4. Wir haben eine Stunde benötigt, 19,67 Meilen zurückgelegt, 5228 Punkte bekommen, dementsprechend eine Goldmedaille und hatten hier eine Haltegenauigkeit von 13,2 Yards. Ja, beim nächsten Mal geht's dann mit dem Kohleschlepper-Szenario weiter. Sprich, wir sind wieder in der Class 37.5 und lösen einen Lokführer ab. Eine Class 37 wartet am Redcar Mineral Terminal und wir laden. Also wir werden dann wahrscheinlich die komplett leeren Schüttgutwagen beladen mit Mineralien, höchstwahrscheinlich Kohle, weil wir sind ja ein Kohleschlepper. Sprich, wir beladen erstmal die Schüttgutwagen und fahren sie dann zum Rangierbahnhof Thies. 5800 Punkte für die Goldmedaille werden wir benötigen. 3 von 5 Schwierigkeit, 60 Minuten, also ähnlich lang wie dieses Szenario. Da wir jetzt mit der Class 37.5 auch was die Zugsicherheitssysteme zumindest so vertraut sind, dass wir jetzt sie aktivieren können, sprich im hinteren Teil, falls wir im vorderen Teil fahren, nennen wir es einfach hinterer Teil, wenn wir im zweiten Teil fahren, der Hauptteil, nennen wir mal den Hauptteil, der Hauptteil ist dort, wo quasi auch wir die Driver Safety Device aktivieren können. Sprich, wenn wir in einem zweiten Teil fahren, müssen wir erst den Hauptteil, die DSD aktivieren und dann rübergehen und dort dann halt die Wald AWS aktivieren. Und halt den Richtungsschalter da, weil wir halt ja die Driver Safety Device drüben aktiviert haben. Sollte das nicht der Fall sein, bräuchten wir, glaube ich, nur die DSD aktivieren und
die AWS und müssten danach nichts weiter machen, nichts weiter umstellen und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Szenario wieder auf der oder im anderen Video hier in Schweinchen World 2.